Ihr werdet euch jetzt wundern, wie ich hier jetzt diesen Ortswechsel vollzogen habe, aber wir sind eingeladen worden zu Kaffee und Kuchen. Das Bild blende ich noch ein. Und bei diesem lockeren Beisammensein gibt es doch noch eine nette Geschichte, eine Zeitzeugengeschichte. Und ich habe mein Handy rausgeholt und werde es jetzt nochmal so einmalige Situation festhalten. Du hattest noch mal eine Geschichte für uns, die wir jetzt so spontan festhalten. Vielleicht legst du einfach mal los. Ja, ich möchte noch erzählen, wie es kam zu mir, hier mein Haus Elster zu bauen. Wir hatten, oder mein Bruder Manfred hatte Besuch von Bruder Görike und Bruder Knitter. Ja. Und kam auch auf das Gespräch mit Kirche bauen. Und wir hatten, die Gemeinde Elster hatte immer schon den Wunsch, eine Kirche zu bauen. Und wir hatten dann schon Steine eingelagert in einer Scheune, die in der Nähe steht. Und da waren dann die Männer aufgekommen, wollen uns doch mal die Steine ansehen. Und wo die dann Manfred und Bruder Knitter und Bruder Görike vor der Scheune standen, haben sie immer stille gestanden und geguckt und mit einmal, das ist doch was, das ist doch was. Hier könnte man doch eine Kirche bauen. Haben dann die Steine angeguckt, das waren schon riesen Bergen schon in der Scheune drin und sind sturstracks zum Besitzer und haben angefragt. Und er war gleich nicht abgeneigt. Das muss also eine größere Menge von Steinen gewesen ja, sein? Ja, da wir haben ein Betonwerk in Elster und die hatten damals die frisch erfundenen Gasbetonsteine eingelagert, die keiner so recht haben wollte. Und das waren Riesenpakete, standen da. Und die haben sie billig abgegeben. Die waren froh, damit sie los wurden. Und da war so ein großes Paket von 2x2 Meter Größe für 80 Mark zu haben. War ein Schnäppchen. 2 Kubikmeter Stein für 80. Ja, ja. Und jedenfalls war der Besitzer nicht abgeneigt, das war ein großes Bauerngehöft. Er war Parteisekretär. Also wir reden noch über die DDR-Zeit. Ja, DDR-Zeit. Ah ja. DDR-Zeit. Er war Parteisekretär und er hatte auch den Durchblick, die Wirtschaft wieder zu führen, wie früher war. Pferde und mit Kühe und das, sowas nicht mehr jedem tut. Und wenn er das Gebäude noch künstlich verkaufen kann, da war er schnell dabei. Jedenfalls dann haben sie einen Käufer gesucht, weil die ganze Kirche keine Grundstücke kaufen durfte. Haben sie jemanden gesucht. Wir waren gerade 14 Tage verheiratet mit Marita. Aber musst auch erwähnen, wollte das nicht an die Kirche verkaufen. Er hat das nur an dich verkauft. Ja, das an nur alles. Ja. Und war eigentlich nur, wir haben dann er hat das schätzen lassen, Kaufvertrag. Wir haben bezahlt, ich habe den bezahlt. Mein Vater hat den Rest bezahlt, wo die Kirche draufsteht. Und dann haben die Architekten eben die Zeichnung gemacht, haben wir eingereicht und haben dann die Dinge harren lassen. Immer wieder nachgefragt. Mein Bruder Manfred kannte den Kreisbaudirektor gut und Vater hat den Bürgermeister, war sein Schulfreund. Sie waren immer schon noch zusammen und mit ihm wurde der Bürgermeister. Und er sagte, ich habe da nichts dagegen, sagte, er musste das mit unterschreiben, sonst wäre er nicht so zustande gekommen. Und dann hat sich nur gefragt, warum, sagte, müssen denn so viele Kirchen gebaut werden? Wir haben doch bloß einen Gott. Das war seine Bemerkung gewesen. Hat das unterschrieben, nach einem Jahr konnten wir die Baugenehmigung. In welchem Jahr war das? Das war 1978. Oh. Ich hatte vorher das Teil ausgebaut. Ich war dann 78 fertig und dann ging es los mit der Kirche zu bauen. Und das Kuriose, der Bürgermeister war noch mit zur Einweihung. Alles schön und gut. Und vor kurzer Zeit haben sie ihn abgewählt. Er hat es noch mit begleitet?
begünstigt und dann ja, ist er hat seine Funktion erfüllt. Da muss man sich schon was zu denken geben. Mhm. Und der Nachfolger, der hat sich mal geäußert, wenn ich dran gewesen wäre, ich hätte das nicht genehmigt. Danke für die Information. Ja. Vorhin beim Rausgehen aus dem Aufnahmestudio oder eurem Nebenraum von der Kirche, hast du noch was über deine Berufsausbildung und die Schwierigkeiten erzählt. Können wir das nochmal festhalten? Du bist also gelernter Gartenbaumeister oder wie habe ich das verstanden? Gärtnermeister. Gärtner? Ja, ich wollte eigentlich von jungen Jahren wollte ich eigentlich Zimmermann werden, aber keine Stelle gekriegt und abgelehnt. Nur Leute, wäre ich Gärtner. Und habe ich in Wittenberg einen großen Betrieb, einen guten Ausbildungsbetrieb hier gelernt, 3 Jahre. Dann bin ich zurückgekehrt nach Elster in die hiesige Gärtnerei. Ja, da, wo ich dann 21 war, hatte ich immer den Wunsch, Meister zu machen. Und einen Antrag gestellt an der Firma in Wittenberg, lief gerade in Lehrgang zur Meisterschule. Abgelehnt. Weil du nicht in der Partei warst. Keine Partei. Und heimlich haben wir noch gesagt, in die Kirche ist ja auch noch. Und abgelehnt. Dann bin ich nach Wittenberg gefahren, habe mich heimlich zur Meisterschulung angemeldet. Hat auch alles geklappt. Den Nachteil, ich musste alles selber bezahlen. Die anderen haben Verdienstausfälle gehabt und kriegten noch Prämien und das. Das war ja nun bei mir weggefallen, weil ich das heimlich gemacht habe. Ich war aber froh, den Meister gemacht zu haben, wenn wir selbstständig geworden sind. War eine gute Grundlage. Gute Grundlage. Voraussetzung. Grundlage. Mhm. Ja. Ja, dann vielen Dank.